Ja, hallo Leute, euer Doc heute wieder. Ich begrüße euch wie immer recht herzlich auf meinem Gun-Channel mit einem kleinen Unpacking- oder auch Unboxing-Video. Ja, die Kenner unter euch werden schon anhand des Siegels sehen, es handelt sich um eine Lieferung von Umarex. Da schauen wir jetzt direkt mal rein. Ich meine, ich weiß ja, was da drin ist, aber ihr wisst es nicht. So, was haben wir denn hier Gutes? Ein bisschen Munition, Moskito, ein bisschen Stahlbibis und ein paar CO2-Kapseln. Und hier, na, gucken wir doch mal. Die P38 in der Bling-Bling-Version. Ah, Gold-Nickel. Hammergeil. Ja, sehr schön. Ja, hier ist zu sehen, die Waffe soll limitiert sein auf 1200 Stück. Ja. Die kommt natürlich in meine Vitrine. Ja. Ein Review dazu gibt es natürlich auch noch. Aber ich zeige euch die Schätze jetzt erst einmal. Und was haben wir hier? Colt. Ja, die Verpackung, die ähneln sich auch so ein bisschen. Colt Single Action Army 45. Auch hier. Die von mir lang ersehnte Version in Gold-Nickel, 7,5 Zoll Diabolo. Ein Träumchen. Ja, der kommt natürlich auch in meine Vitrine. Und auch davon gibt es in den nächsten Tagen ein ausführliches Review. Ja, Leute, seid gespannt. Ich freue mich wie Bolle und sage recht herzlichen Dank an die Firma Umarex für die Testwaffen und auch für das Verbrauchsmaterial. Ja, die beiden Schätzchen hier, die werde ich in meine Vitrine stellen, nachdem ich euch das Review für die jeweilige oder zu der jeweiligen Waffe präsentiert habe. Ja, bis dahin kommen die jetzt erstmal wieder ins Kartönchen. Und ich verabschiede mich von euch. Sage wie immer, bleibt mir gesund und munter. Wir sehen uns in den kommenden Tagen mit neuen Reviews. Also, bis dahin, macht's gut, euer Doc. Mein liebes Pferd hat gerade ein paar Haufen gemacht. Du kannst dir einen Pferdeapfel nehmen. Das soll deine Belohnung sein.